Wunsch, was ist los in diesem Land? Du hast so viel von der Finanzmafia erzählt, dass wir gesagt haben, wir spielen jetzt den Song Die Mafia. Ja? Kannst du das auch akzeptieren? Das passt gerade so gut rein. Ja, gegen diese Mafia versuchen wir zu agieren. Es ist eine Mafia, die im Prinzip unsere Politiker umspült. Ja? Die versucht eigentlich Entscheidungen nicht mehr im deutschen Sinne, im eigenen Interesse zu treffen, sondern im Sinne der Vereinigten Staaten von Amerika. Sehe TTIP-Teaser und die ganzen unglaublichen Auslandseinsätze und deckt dabei unter anderem die Faschisten in der Ukraine. Und um einmal aufzuzeigen, ja, wie das funktioniert, nämlich mit sogenannten Thinktanks, die sich unsere Politiker greifen und ihnen tolle Honorare zahlen, wenn sie mal 10 Minuten Quatsch irgendwo erzählen, um dann letztendlich bei Abstimmungen auch die richtige Entscheidung im transatlantischen Sinne zu treffen. Um das zu beleuchten, spielen wir den nächsten Song, der da heißt Die Mafia. Danach ist der Jan dran. Der Jan kann schon mal hier hinkommen. In diesem Land einen mächtigen Verein, ja, und da sitzen sie, die Mächtigen vereint. Politiker ganz oben, nicht die großen Fraktionen, Großindustrielle und die Medienmogule. Sie treffen sich einmal im Jahr im Berliner Magnushaus und tauschen schamlos Informationen und Pathos aus. Sie sehen sich als die Herren dieses Landes, als Halbbereitung zu allem imstande. Loyalitäten sind hier nicht zu verhandeln, denn sie sind alle transatlantisch verbannt. Ich schlag Alarm, und hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia, und das seit Jahren. Regiert die Mafia, mit der transatlantischen Mafia. Ich schlag Alarm, und hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia, und das seit Jahren. Regiert die Mafia, mit der transatlantischen Mafia. Ja, diese Mafia gibt seit geraumer Zeit. Vatatlantikkampf zuwider läuft, wird aus dem Weg geräumt. Die Dominanz der US-amerikanischen Banken geriet beinahe 81 durch die Deutsche Bank ins Wanken. Plant der Herrhausen den Einstieg ins Investmentgeschäft mit einem Eigenkapital von über 50%. Wäre das das Ende gewesen der US-Hegemonie, und deshalb galtet Herrhausen schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, und wer zudem erwägt, die Drittweltschulden zu erlassen, Moral im Bankensektor öffentlich zu hinterfragen, dessen Tage sind gezählt. Es fallen Schüsse nach. Nachfolger Hilmar Kopp war Mitglied der Atlantikbrücke. Das gleiche Schicksal traf auch Detlef Carsten Rohwedder. Weil er nicht folgsam war, schlug der Drafanton wieder zu. Denn drüben in den USA war man scharf auf den Nachlass der DDR. Und da traf es sich ganz gut, dass Atlantikerin Breuen den Schatzbesitz der DDR verscheuerte wie toll. So befolgte sie die Order und wickelte sie ab. Zusammen mit J.P. Morgan, Warburg und Goldman Sachs. Der Not verschreckt die Mafia auch nicht zurück vom Mord. Doch dann rufen sie den Mossad an, um für Ruhe zu sorgen. Ich schlag Alarm, hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia, und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tote transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia, und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tote transatlantische Mafia. Vor ein paar Jahren verlor die Mafia schon wieder die Geduld. So geschehen mit dem Ex-Bundespräsidenten Wulff. Man sucht nach Schuld, weil der abtrünnige Bruder offenbar nicht das tut, was eigentlich zu tun war. Kein Wort über Wolf und sein Support für KWS, nein. Man macht ihn wegen eines Hauskredites Stress. Sein Verstoß gegen das Gentechnikgesetz ist nicht der Grund dafür, dass man ihn öffentlich zerfällt. Stattdessen soll man wissen, dass Wolf noch ein Gewissen hat. So lehnte er geflissentlich die Euro-Rettungskiste ab. Ist das der Grund, warum er sich verscherzt hat und Dickmann von der Bild ihn in sein Rechtsstaat angeschwärzt hat? Ja, man mag spekulieren, doch klar ist kein Gesetz. Mit dem Bundestag passieren, wenn er die Unterschrift nicht setzt. Und jetzt geht es um Milliarden, und da frage ich mich doch sehr, hätte er den Retuschieren seine Unterschrift verwehrt? Und nun schau, jetzt wird's Joachim Jau, wieder ein Mitglied der Atlantikbrücke e.V. Ich schlag Alarm, hier regiert die Mafia in diesem Land. Hier regiert die Mafia, und das seit Jahren. Hier regiert die Mafia, wie tut die transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, hier regiert die Mafia in diesem Land. Hier geht die Mafia, das seit Jahren. Hier geht die Mafia, die tote transatlantische Mafia. Warum kann man dem Land hier die Mafia nicht sehen? Weil Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft unterstehen. Und die hebelt alles aus, was Mafioses hier nicht passt. Und so kommen in diesem Land niemals die Richtigen in den Knast. Keine Klage in den Tagen des Betrugs der CDU. Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble immer noch auf freiem Fuß.
Bei Fischer und bei Schröder singen sie das gleiche Lied. Keine Strafe wegen Vorbereitung eines Angriffskriegs, weil die vierte Macht im Staat einfach jämmerlich versagt. Unsere Presse gleichgeschaltet ist dem Geist der USA. Transatlantische Gremien übernehmen hierzulande, lassen ihre Puppen tanzen, haben alles unterwandert. Kommt die Schandtat ans Licht, springt die Marionette ab. Steht in der Schlange schon der nächste Depp parat. Und deshalb braucht es keine Spionage mehr. Titel fließen aus dem Mäulern dieser USA. Sprich, und wer mit dem Korn am Tiefsten steckt in diesem Arsch? Wir nennen die Bilderberger dann zum Kanzlerkandidat. Ich sag allein, hier regiert die Mafia in diesem Land. Hier regiert die Mafia und das seit Jahren. Hier regiert die Mafia, die tut so transatlantische Mafia. Ich sag allein, hier regiert die Mafia in diesem Land. Hier geht die Mafia, und das seit Jahren. Hier geht die Mafia, und die zu transatlantische Mafia. So! Dankeschön.